Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin Xaroc und wir legen auch gleich los. Boah, Alter, das geht ja ratzfatz, ja. Das Wochenende ging so schnell rum. Und plötzlich ist der 16. Ich muss jetzt zugeben, leider bin ich die letzten 2 Tage, also Samstag, Sonntag, nicht dazu gekommen, den Kalender zu updaten, obwohl ich schon gezeigt habe, was drin ist. Aber der Kalender ist ab heute wieder up to date. Sprich, ihr könnt ihn wieder runterladen und nachschauen, was drin ist und selber damit rumspielen und rumprobieren. Ja, heute ist das 16. Irre. Krass. Das heißt, nur noch 8 Tage. Oh, krass. Nächste Woche ist es schon soweit. Diese Woche, letzte Woche Schule. Montag ist ja eh schon vorbei. Also nur noch 4 Tage Schule und dann sind Ferien. Wohlverdient. Für mich wahrscheinlich dann auch ein bisschen ruhiger wieder. Und ja, genau. Machen wir mal das Türchen auf. Wir sind auf einer neuen Map, weil wir heute ein paar Fahrzeuge testen, die ein bisschen so Offroad-Testing haben. Dann hat mir nämlich einer geschrieben, warum ich die Fahrzeuge dann nicht teste auf dem Offroad-Gelände. Hat er recht? War eigentlich Quatsch auf einer flachen Welt. Ich weiß auch nicht, warum ich auf die flachen gegangen bin. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall macht es natürlich Sinn, auf unsere schöne Teststrecke zu gehen und hier unsere Fahrzeuge zu testen. So. Machen wir mal 16 auf. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Was haben wir denn da drin? Schauen wir mal. Was könnte das denn sein? Das sieht ja so fein aus. Da drin sind 2 Kisten. Aha, aha. Ja, also. Oh. Habe ich dann noch Overlay. Warte mal, machen wir das mal zu. Das muss ja. Na, jetzt klang das Telefon. Das war's ein bisschen. So, weiter geht's. Okay, genau. Eine Wiege soll das sein. Eine kleine Wiege. Ja. Genau, das hier oben kann man wegmachen. Das ist nur, dass man das da drin verfestigen kann. Sondern da kann man hier so ein kleines Baby reinlegen. Wah! Wah! Wer es nicht gesehen hat, Vlog einstellen auf dem Vlog-Kanal, ne? Ich weiß nicht. Ist mir halt so irgendwie eingefallen. Er hat eine schöne Kombination, würde ich jetzt mal sagen. Eine kleine Wiege. Wobei das ja auch was mit Weihnachten so ein bisschen zu tun hat, ne? So die Kinderwiege, die Kinderkrippe. Genau. Schön. So, kommen wir zu den Fahrzeugen. Und zwar haben wir ein Fahrzeug von It's Fox Gaming. Der hat so viele Sachen eingeschickt. Ich muss, glaube ich, in jede Folge momentan eine Sache von ihnen vorstellen. Weil sonst wären wir nicht mal fertig mit seinem Kram. Ha! Schon irre. So, und dann haben wir, wo ist es? Wo ist es? Nee, mal weiter oben. Da, genau, der tunende Bus von Imperator. Als allererstes möchte ich erwähnen, dass die Grundlage für diesen Bus aus dem Workshop stammt und ich nur diesen umgebaut habe. Das Original, was ich verändert habe. Vielfach vergaser. 6 Fahrerauspuff. Oh, Bremslicht. Angeschrägte Reifen. Aha. Xenonscheinwerfer. Farbe. Schade, dass du keinen Link vom Originalbus hast, weil mich würde mal interessieren, welcher das war. Wie der vorher aussah, weil das sieht schon ziemlich geil aus, was du draus gemacht hast. So, und dann haben wir noch ein Xarokianer Jeep. Der sieht echt cool aus von vorne. Von hinten, ja, muss man mögen. Aber vorne, das ist ja echt hammermäßig geworden. Sieht cool aus. So, auf jeden Fall schauen wir uns die jetzt mal hier an. Das macht ja mehr Sinn, als wieder in dem Lift anzugucken. Ne, schon, finde ich auch. So, und zwar, was machen wir denn? Machen wir den Bus hier zuerst. Okay, keine Scheinwerfer. Ist das ein Timer oder was? Die Pipe hier? Oder ist die nur. Ne, die Pipe ist ein Timer. Das ist ja komisch. Warte mal. Können die dann leuchten? Da bin ich ja mal gespannt. Okay, der Grill ist auch ziemlich cool, sieht gut aus, ne? Komm mal ein bisschen reingucken, looky, looky. Da ist auch ein Motor drin, so wie das aussieht. Seiten sind zu, Schöner Bus, das ist schon geil. Leicht angeschrägte Reifen, wie man sehen kann. Also typisch Tuning-Sache. Sieht nach einem amerikanischen Schulbus aus, ursprünglich. Er hat nämlich hinten eine Tür. Oh, fetter Auspuff. Ich kann den Sound schon hören. Was ein bisschen schade ist, hier sieht man hier diese Rillen und hier nicht. Da hätte man vielleicht eine Kurvenpipe hinsetzen können, dass alle drei gleich sind, ne? Hm. Oh! Was ist das? Das ist ein Auspuff. Ja, das hat er hier einen Sidepipe und hinten einen Auspuff. Ja, alter Schwede. Okay, auch ungewöhnlich. So, krabbeln wir mal rein. Geräumig. So, machen wir die Tür zu. 2, öffne die Motorhaube. Oh ja. Vierfachvergaser. V8. Mit Ventilator vorne. Ah, Klappe geht nicht. Geht nicht mal zu. Nummer 3. Was macht 3? Hebt die Tür zu, okay. 4 mal Blinker. Aha. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Das sieht ja cool aus. Hat was. Und Licht. Es hat auch was, gell? Schon eine witzige Idee. So, schauen wir mal, wie der Kahn sich fährt. Ja, so brettharte Dinger sind immer so eine Sache für sich. Boah. Driftet leicht. Ah, erst starkes Untersteuern, dann Übersteuern und dann irgendwie aber doch wieder Untersteuern. Fahrerrecht ein bisschen komisch. Liegt halt jetzt auch ein bisschen an den angewinkelten Reifen. Jetzt hängen wir hier. Hallo! Ah! 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 So. Na, die angewinkelte Reifen sind immer schon so ein Problem. Aber hier fährt sich lustig. Wenn ich länger lenk, guck, da passiert erst gar nichts und plötzlich fängt er an zu driften. Und dann aber, ja, sobald er dann anfängt zu driften, dann hört er aber wieder auf zu driften. Ganz komisches Fahrverhalten. Wahrscheinlich immer, wenn er Geschwindigkeit draufkriegt, fängt er an zu driften, dann verliert er an Geschwindigkeit. Dann hört er auf zu driften, deswegen. Und, ja, das ist eigentlich ganz witzig. Fährt sich aber, ja, fährt sich ganz okay. Brauchen wir so einen tiefer gelegten Schrägreifen Sportbus. Witzig. Witzige Idee. Kreativ vor allem. Sehr kreativ. Ne? Warum mal nicht einen Schulbus tunen? So, jetzt haben wir den Xarokianer-Bus ohne Windschutzscheibe. Oh, das ist ja... Oh. Wom, wom! Wom! Der macht so einen leichten Bibi. Wom! Weiter rückwärts. Wom! Wom! Geil. Okay, 1 haben wir Motorhaube. Licht. Ey, die Front. Wisst ihr was? Die Front kommt mir so unglaublich bekannt vor. Das ist doch dieselbe Front. Ach, krass. Warte mal, ja, das ist meine Front, natürlich. Schau mal her, die Kurven, dann hier. Ja, ja. Dann kommt er hier. Da haben wir dann die hier. Wobei, hier ist ein bisschen anders. Na, hier haben wir gerade keine Schrägen. Aber die komplette Front... Auch hier die Pipes hier habe ich auch hier drin. Der Motor, warte mal, der Motor. Ja, der Motor ist auch von mir. Das ist mein Fahrzeug. Den hat er nur umgebaut. Hat er das reingeschrieben? Bin mal gespannt. Warte. Wo ist er denn? Da. Keine Beschreibung. Bin ich auf Steam? Ein kleiner Ober von Dime Cheap. Ah, okay, hier steht's drin. Okay. Wollte gerade sagen, die Front, sag mal verdammt nochmal, die kommt mir doch so unglaublich bekannt vor. Ich kenne doch meine Autos. Ja, krass. In schwarz sieht der echt gut aus. Und so tief, ne? Hat was. Interessant. Also das Heck gefällt mir nicht, weil das, ich weiß, oder ist da ein Kofferraum oder so? Nee. Weil, du hast hier so eine Schräge, ja, und hier vorne ist eine gerade Mauer. Was ist denn dahinter? Das ist ja verlorener Raum. Ah, einfach nur Beton hingehämmert. Also dann hätte ich den wenigstens so als Pickup irgendwie gebaut oder so. Weil so fehlt dem Wagen irgendwie was. Naja gut. Das sieht irgendwie komisch aus. Wenn man so von hinten guckt. Naja, gut. So, aber so von vorne. Jetzt weiß ich auch, warum ich ihn gut finde. Weil es meine Front ist. Oh, selber erwischt. Ja, aber die Schrauben sind cool. Ja, das sieht ein bisschen nicht so flach aus, so platt gebaut wie bei dem. Ne? Gut, der hat hier jetzt halt Mods. Mein Jeep ist ja ohne Mods. Die Reifen sind natürlich geil, ja, mit dem Schriftzug an den Seiten. Das hat schon was. Ja, das mit den Stoßdampfern ist halt auch ein bisschen schade. Ja, das ist. Warum hast du denn die rausgemacht, die anderen? Wo machen wir denn die hier rein? Also, wenn ein Auto vorne Blattfedern hat, wenn ihr mal ein Auto seht, das Blattfedern vorne hat, meldet euch bei mir, weil das will ich sehen, dass ein Auto vorne Blattfedern hat. Das habe ich noch nie gesehen. Also, bei den neueren sowieso nicht. Aber auch bei, ja, so Oldtimer, die haben das eigentlich nicht so. Vielleicht ganz alte Autos haben Blattfedern. Vorne. Also wirklich so 100 Jahre alt. Aber er fährt sich gut. Aber er federt nicht so schön, wie man erwarten würde für so ein Fahrzeug. Steuerung ist gut. Kein Untersteuern, kein Übersteuern. Fährt dahin, wo man will, auch im Offroad, meistens zumindest gerade. Ja, geht schon. Ja. Also die ganze Karosserie fliegt halt sehr, sehr stark rum. Was sind halt diese Blattfedern? Die haben halt nur ein... Was haben die dann für einen Federweg? 2 Block, 1 Block? Die kommt halt sehr schnell an seine Grenzen. Aber er kommt durch. Ja. Jetzt mal ganz kurz. Mein Jeep. Ich weiß es schon auch gar nicht mehr. Ah, das ist jetzt aber der alte Jeep. Wir haben ja noch einen neueren Jeep. Kann aber trotzdem den mal testen. So, nur ganz kurz. Der verhält sich, also der hier verhält sich jetzt ungefähr genauso wie der hier. Ja, das liegt jetzt auch daran, weil wir auch hier die klassischen Stoßdämpfer haben. Aber mit dreifachem Weg. Der hier hat, glaube ich, tatsächlich nur 2 Block, ne? 1, 2 und dann kommt schon. Ja, das ist halt ein Stück weniger. Warte mal, das sind aber auch nur 2, oder? Ne, es sind 3. Oder? Oder sind es 2? Ne, es müssten 3 sein. Sport ist 2 und Dings ist 3, oder? 1, 2. Aber der ist ja hier oben noch drin. Ah ne, ich glaube, der hat auch nur 2. Kann sein, dass der auch nur 2 hat. So, mal gucken, ob ich jetzt den Jeep finde. Mit dem neueren Fahrwerk. Also denselben Jeep. Oder hab ich den überhaupt schon drunter gesetzt? Ah, ich glaube, den habe ich noch gar nicht drunter gesetzt. Können wir den setzen? Nee. Schade. Den können wir setzen. Der hat das neuere Fahrwerk von mir. Und zwar also wir sehen, wir haben hier 1 und 2 lose Bearings. Ja. Manche haben 30 lose Bearings vorne und hinten. Okay, das war jetzt übertrieben. 15. Wir haben 2 lose Bearings und haben durch diese Funktion halt eine sehr starke Verwinkelung, ja. Trotz der wenigen Bearings kann er sich extrem verwinden. Das haben wir ja inzwischen bei allen geländegängigen Fahrzeugen eingebaut. Er hat dadurch automatisch eine verstärkte Lenkung und wir haben halt ein sehr, sehr weiches, aber dennoch straffes Fahrwerk, ja, also die Karosserie bewegt sich sehr sanft, nur sehr wenig. Und das fängt nicht an, irgendwie zu fliegen, das ganze Auto. Also das ist ein sehr, 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 sehr geiles Fahrwerk. Das gibt es übrigens auch, habe ich auch mal hochgeladen, das Fahrwerk. Kann man runterladen. Ist ohne Mods. Kann man einfach unter sein Fahrzeug packen. Passt eigentlich so gut wie unter jedes Fahrzeug mit dieser Breite ungefähr. Also mit einer normalen Breite, ja, mit einer Mitte. 2 Sitzen. Und eine Außentür, wobei wir hier jetzt keine Tür haben. Aber wie man sieht, der fährt hier halt doch ein bisschen anders dadurch. Ja, yeah. Das hat schon was. Der ist aber auch echt gut geworden, ne? Also sowohl optisch als auch fahrerisch ist das schon ein geiler Schlitten geworden. Und ja, dieses Fahrwerk gibt es auch in anderen. Also ich habe hier noch die Humvees hier, die da. Leider können wir die nicht stellen, die haben auch dieses Fahrwerk. Die haben noch das Fahrwerk. Hier, der Trophy Truck hat dieses Fahrwerk. Ah cool, den können wir auch stellen. Ist er nicht? Das ist das Suspension, das ihr runterladen könnt. Da ist auch schon ein Motor drauf. Könnt ihr auch direkt benutzen, wenn man will. Die G-Klasse haben wir auch so gebaut mit dem Fahrwerk. Also schaut ziemlich cool. Und der GMC Offroad Camper, den haben wir damit gebaut, weil wir gesagt haben, wir wollen einen geländefähigen Camper bauen, der übrigens auch inzwischen im Workshop ist zum Runterladen mit Slide-Outs. Der hat auch dieses Fahrwerk bekommen, dieses Smooth. Durch ist also sehr, sehr, sehr geländegängig. Zwar vielleicht nicht vom Wendekreis her sehr optimal, aber genau. Das ist eigentlich ganz cool geworden. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Also voll schickes Teil geworden. Könnt ihr euch runterladen, wenn ihr das nicht getan habt. So, aber darum geht es ja eigentlich heute nicht, sondern um das Fahrzeug von ihm. Also das wäre vielleicht so eine Überlegung. Du könntest dieses Fahrwerk da drunter packen. Und ich würde mir was hinten überlegen. Also ich würde die oberste Kante wegmachen, weil das ist viel zu hoch, ja. Oder hier nach vorne was bauen. Weil aktuell sieht das ein bisschen komisch aus. So. Was daher, dann würde das schon eher gehen, ne? Wenn du hier vorne so eine schöne Front dran hättest. Eine Scheibe. Also muss ja keine echte Scheibe sein, aber halt, zumindest irgendwie, dass es so aussieht, als wäre eine Scheibe. Ja, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders da aus, auch wenn man von hinten guckt. Das wäre so mein Tipp noch für dich. Und das hier würde ich wegmachen. Also diese Schräge hier, das hat ja überhaupt keinen Nutzen, außer dass es nicht gut aussieht. Ansonsten ist es ja eine geile Kiste geworden. So, okay. Dann kommen wir zu dem Offroad von It's Fox Gaming. Schauen wir mal. Was hat er hier als Fahrwerkstechnik drin? Okay, also wir haben eine verstärkte Lenkung. Dann haben wir... okay, das geht hier in der Mitte zusammen, wie es meistens bei solchen Monster Trucks ist. Das läuft hier in der Mitte zusammen. Jetzt natürlich auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 lose Bearings, ja, also das ist schon ziemlich viel für eine, also für vorne und hinten nochmal 12. Also schon übel, aber ich sehe gerade, er hat Hinterradlenkung. Aha. Keine Knöpfe. Bin mal gespannt. Ah, die Hinterradlenkung ist ein bisschen kryptisch. Aber... man sieht da, sehr, sehr smoothes Fahrwerk, ja, also arbeitet sehr sanft. Oh, die Front ist schon geil, gell? Ja, nicht schlecht. Also arbeitet schon sehr, sehr, sehr sanft. Sehr breites Fahrzeug, muss ich sagen. Also, Klopapier-Stoßdämpfer vorne. Das ist sehr, sehr breit, ist das Fahrzeug. Die Hinterradlenkung ist einerseits geil, aber irgendwie auch ein bisschen nervig. wenn man mal schneller fährt und dann plötzlich rechts lenkt, dann verhält sich das sehr, sehr, sehr ungewohnt. Boah, aber echt mega smooth hier, ne? Der kommt auch ganz gut durch. Schöne breite Reifen machen natürlich viel möglich. Ah, da ist er kurz hängen geblieben. Aber ist schon irre, ne? Also das Fahrwerk arbeitet gut. FPS sind auch gut. Dafür, dass der so viele lose Bearings hat. Da sind halt nicht so viele Sachen dran, die bewegt werden müssen und berechnet werden müssen dadurch. Deshalb das tatsächlich sogar einigermaßen geht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, schön. Also die Front gefällt mir vor allem gut. Die ist... Huch. Die ist echt genial. Also die ist schon gut. Zu breit ist es für mich. Also für meinen Geschmack ist es zu breit. Also die Idee mit dem schrägen Scheinwerfern und dieses abgerundete, das ist schon gut. Das ist schon echt gut. Mal hier, dass das hier so abgeflacht ist. Dann haben wir hier die Scheinwerfer leicht hinter dem Grill. Der Grill oder der Stoßdämpfer oder Stoßfänger, Bullenfänger. Der ist auch ganz geil hier. Mit den schrägen hier, ist ganz gut gemacht. Muss schon sagen. Außenstehende Radhäuser, Spiegel hat er auch gemacht. Motor hinten. Sehr offenes Design, ne? Schon ein schönes Fahrzeug, schon ein schönes Fahrzeug. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Nicht vergessen, in der Steam-Gruppe #Saukianer unten in der Beschreibung ist ein Link. Da ist eine Diskussion gestartet worden bezüglich eurer Weihnachtskreation. Wenn ihr Lust habt, schickt doch eure Weihnachtskreationen ein, damit ich die in den Weihnachtsfeiertagen vorstellen kann, wenn ihr Lust habt. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.